Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und ja, ich bin tatsächlich gelernter Klempner. Heute, liebe Freundinnen und Freunde, geht es um ein Set von Modbricks. Letzte Woche Sonntag, ja, meine Mega-Weeks gehen ja weiter. Wenn ihr nicht das erste Mal einschaltet, wisst ihr das ja. Letzte Woche Sonntag habe ich euch ja ein altes Mega-Block-Set präsentiert. 20 Jahre alt, aus dem Jahr 2004. Eine A10. Der Connor hatte mir das Set zur Verfügung gestellt. Das Set war gebraucht. Er hat es mir zerlegt geschickt. Ich konnte es zusammenbauen, euch präsentieren. Leider war das Set, wie gesagt, schon mittlerweile 20 Jahre alt. Aufkleber gab es bei dem Set und auch Druckeprints. Die Aufkleber waren da nicht mehr mit dabei. Die Steine waren schon ein bisschen vernippelt, das möchte ich mal so sagen, da wo die Aufkleber gesessen haben. Trotzdem hat mir das Set gut gefallen und in dem Video habe ich schon ein bisschen durchscheinen lassen, dass ich mir das möglicherweise noch besorge. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, oder wenn ihr meinen Kanal überhaupt noch nicht gesehen habt und zum ersten Mal eingeschaltet habt, wie was, der Brickklempner, der besorgt sich jetzt ein Set, das er schon gebaut hat und ein Video von gemacht hat, das macht doch gar keinen Sinn, der macht doch kein neues Video dann. Ja, bei mir ist es eben einfach ein bisschen anders. Ja, warum? Es ist einfach so, ich möchte das Zeug, und hier habe ich es, besitzen. Ich habe mir das Original verpackt besorgt. Bei mir auf meinem Kanal geht es um mein Hobby. Und da geht es nicht darum, Video rauszuhauen und gut ist es. Und das Set hat mir so gut gefallen. Ich habe es gut gefallen. Ich habe es jetzt original verpackt. Werde es dann mal bauen, dann mit den Aufklebern euch später mal zeigen. Nicht in einem extra Video, sondern wenn ich euch wieder ein Mega-Set präsentiere, dann zeige ich euch das auch noch mal kurz. Ich freue mich sehr, dass der Connor mir sein Set zur Verfügung gestellt hatte, weil nur auf dem Wege bin ich ja dann zu diesem neuen Set gekommen. Also, bei mir geht es um mein Hobby, nicht mehr und nicht weniger. Ich monetarisiere auch meinen Kanal nicht, deswegen spielt das am Ende keine große Rolle, wenn ich relativ wenig Aufrufe habe. Jetzt könnt ihr sagen, ja, ihr seid doch alle verrückt auf Aufrufe. Zumindest die ein oder anderen YouTuber. Ja, ich mag das schon, ich freue mich über Aufrufe, aber am Ende geht es um mein Hobby und ich freue mich, wenn ihr bei mir zuschauen wollt und wenn ihr dann einen Daumen da und ein Abo da lasst, dann freue ich mich auch. Wie gesagt, das ist meine Währung, monetarisieren tue ich ja nicht. Und ich lasse mich auch nicht von verschiedenen Herstellern unterstützen. Anfragen hatte ich ja schon bekommen. Funwall, Fantasy hatte nachgefragt. JM Bricklayer, da habe ich ja immer dankend abgelehnt. Ich mag für mein Hobby mir das ins Regal hauen, was mir gefällt und was ich dann auch behalten und besitzen möchte. Da geht es beim Kauf nicht darum, ein Video zu produzieren. Ja, und in dem heutigen Video geht es eben dann um ein Set von Modbricks. Ich habe hier zwei Bullies von Lego hingestellt, den T1 und den T2. Ich kann mit Bullies schon ein bisschen was anfangen. Ich mag die sehr. Zu dem Lego Bully T2 hatte ich ja ein Video gemacht und unter anderem im Video erzählt, warum ich ja ein bisschen eine besondere Verbindung zu Bullies habe. Hier den T1 habe ich schon sehr viel länger, noch vor Kanalstart, bei mir schon in meinen Regalen stehen. Ich lasse euch das Link zu dem Video des T2s. Dann in der Videobeschreibung geht mal drauf, dann wird kurz erklärt, warum ich mit Bullies was anfangen kann. Ja, und jetzt geht es eben um Modbricks. Modbricks, die haben ja nicht so einen guten Ruf. In mein erstes Modbricks-Set, das waren hier diese Movie Cars. Das war schrecklich, das war eine Katastrophe und habe ich mir gesagt, nie wieder Modbricks. Trotzdem habe ich mir inzwischen, ja, dann sind es 4 oder 5 Modbricks-Sets besorgt und war am Ende mit der Qualität dann doch zufrieden. Das letzte, was ich mir organisiert hatte bei Modbricks, wenn ich es jetzt selber nicht durcheinander bringe, ist hier der Joker-Car. Ja, und das Set war dann bei Modbricks unter den Neuheiten zu finden. Beim Stöbern bin ich drauf gestoßen. Beim Stöbern bin ich drauf gestoßen und das erinnert mich eben an einen Bully. Ja, und da habe ich mir das Set besorgt und wir finden jetzt mal gemeinsam raus, wie ist denn das mit der Qualität der Steine. Modbricks gehört ja seit einer Weile zu Bluebricks und hat sich da ein bisschen was geändert. Wie gesagt, das war für mich schon alles in Ordnung. Wir machen das so, ich zeige euch jetzt gleich ein bisschen was zum Bau, dann das Bauergebnis und dann sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Ich fasel dann beim Fazit nochmal ein bisschen, kurz vorm Fazit, ein bisschen vom Anklemmen. Das findet dann am 27.04. diesen Monat bei Hajo in Ronnenberg statt. Sage ich gleich nochmal ein bisschen was zu. Also erstmal zum Bau, Bauergebnis und dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Modbricks, der Classic Camping Bus. Ja. Erinnert mich an einen Bulli und deswegen habe ich es mir auch besorgt, das Set. Müsste ich am Anfang was zu gesagt haben, warum ich mit Bullis was anfangen kann. Hat was mit einer Erinnerung zu tun. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, die Qualität der Steine stimmt.
bei den letzten Modbricksets hatte ich da keine allzu großen Schwierigkeiten. Und ach, ja, die Anleitung einscannen. Naja, dann mache ich das mal. Ich hoffe, das klappt jetzt. So, das Scannen hat geklappt und funktioniert. So. Ein Rauszoom, kein Problem. Dann haben wir, ups, dann haben wir hier eine Scheibe. Kein, ist mein Finger tapsen drauf, kein Kratzer zu erkennen. Hier so gibt es so eine leicht matte Stelle hier so. Ein bisschen, ist aber okay, ich denke mal, wenn man es dann so hat, fällt es gar nicht weiter auf. Können wir mal auf die Fliesen gucken. Na, so. Ist in Ordnung. Hier sind leichte Kratzer drauf. Wenn ich so anschaue, fällt es nicht auf. Hier so von der Seite leicht. Ist noch alles okay, finde ich. Hier auch. Könnt ihr das erkennen? Hier so. So ein leichter Kratzer. So sieht gut aus. Hier, ich baue und bin gespannt, wie es klemmt. Meld mich natürlich zwischendurch. Bauschritt 48 ist abgeschlossen. Hier ein bisschen grün, eine kleine Feuerstelle. Ein paar Pflanzen, ist ganz nett. Und da haben wir das bis jetzt gebaut. Hier hinten dann das Fahrrad dran, vielleicht mal ein bisschen Licht so. Das Fahrrad dran, ein bisschen Einrichtung. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Einen Schrank, hier oben eine Lampe, eine Liegefläche, vielleicht auch was zum Sitzen. Oder vielleicht ein Waschbecken. Da steht ein Becher. Und die Teile sind da auch, die sind auch Trends Clear. Also die sind gar nicht milchig. Zumindest kann ich das nicht so erkennen. Hier hinten die Scheibe auch völlig in Ordnung. Also bis jetzt gefällt mir das ganz gut. Von der Qualität passt das. Ja, Bauschritt 64 ist abgeschlossen. Ja, das Fahrzeug ist im Endeffekt fertig. Ganz schön. Hier die Griffe. Das ist eine schöne Idee. Das sind diese, ich nenne das mal Rollschuhe. Es gibt zwei Sitze, Lenkrad. Ich nehme mal an, wenn ich mal so gucke. Ich probiere das nochmal, aber eine Minifigur lässt sich nicht reinsetzen. Das ist zu eng hier für die Arme. Würde ich jetzt auch eh nicht machen wollen. So schaut es von unten aus, ein Auspuff von hinten. Hier, jetzt kommt das Dach noch und ja, dann gucken wir uns das Bauergebnis schon an. Ne? Ja, so machen wir es. Der Bulli ist fertig, also zumindest ist er einer für mich, optisch. Ich zeige euch das nochmal von allen Seiten hier drüben. Ja, Bäume. Gebüsch, ich stelle es gleich noch mal mit drauf, wenn ich es im Kreis gefahren habe. Die Trans Clear Steine sind auch Trans Clear. Die Scheibe, da gibt es nichts zu meckern, völlig klar. Was ich ganz schön finde, das ist ja, hier diese Rollschuhe, dass das dann ja, im Endeffekt der Griff ist. Es gibt keine Türen, das seht ihr ja. So schaut es von vorne aus. Was mir noch vielleicht ein bisschen besser gefallen hätte, ich mache es ja gleich nochmal auf. Die Sitze drin und Lenkrad und so weiter ist alles schwarz. Da hätte eine andere Farbe vielleicht nochmal Sinn gemacht, damit man ein bisschen mehr davon sieht. Eine Minifigur passt nicht rein. Und das ist ja die Optik von vorn. Runde Scheinwerfer. Hier an der Seite die Blinker. Vielleicht hat es deswegen auch Bulli-Charakter für mich. Dann von hinten mit dem Fahrrad finde ich ganz witzig. Den Lenker sollte man laut Anleitung gerade stellen. Das geht aber nicht. Und wer von euch schon mal hinten auf dem Bulli, ich hatte ja auch mal einen Huckepack, ein Fahrrad mitgenommen hat, da dreht man die Lenker dann zur Seite. Das klappt schon. Hier unten haben wir einen kleinen Auspuff. Das ist im Endeffekt ja hier ne? Die Kelle. Ganz hübsch. Ganz gelungen. Hinten kann man reinschauen, kann man ein bisschen was von der Liegefläche erkennen und erahnen, dass es wohl auch eine Einrichtung geben muss. Die Steine sind weiß, also keine Farbunterschiede kann ich da ausmachen. Werde ich noch mal im Fazit was zu sagen und dann nehmen wir mal das Dach runter. Und das ist so ein bisschen das Einzige beim Abnehmen, dass einem dann die Steine hier gern mal kleben bleiben. Finde ich jetzt aber auch nicht weiter schlimm, ist für mich in Ordnung. Da haben wir die Inneneinrichtung, hatte ich euch schon ein bisschen gezeigt. Ja, bei der Größe finde ich das ganz nett gemacht. Hier jetzt noch mal
die beiden Sitze. Und wie gesagt, ist alles pechschwarz. Da wären ein paar andere Farben schön gewesen. Ich muss mal gucken, ob ich ein paar Sitze in einer anderen Farbe habe und vielleicht auch ein Lenkrad. Und so ein 1x2, ja, ich nenne das mal so eine Gitterfliese. Hier unten drunter haben wir noch eine Lampe. Und dann setzen wir das hier mal wieder drauf. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, was muss hier hin? Das sind so die einzigen, die da ein bisschen kleben bleiben. Aber ist, finde ich, in Ordnung. Ja, so schaut es von unten aus. Rollen tut das gut. Und dann machen wir es vielleicht mal so. Und so. Ja, die Spitze ist nicht drauf. Ah, passt schon. Dann, hier, Fazit. Jetzt, wo ich das aufnehme, ist Donnerstagabend und ich freue mich schon sehr. In knapp 3 Wochen, am 27.04. findet in Ronnenberg wieder das Anklemmen statt im Lagerlädchen beim Hajo und seiner Frau. Hajo, der hat einen Laden, klemmbaustein-welt.de, und hat dann in Ronnenberg eben sein Lagerlädchen, lädt wieder ein. Es gibt einiges zu entdecken an Klemmbausteinsets. Da gibt es immer eine schicke, feine Ausstellung. Für Essen und Trinken sorgt der Hajo mit seiner Frau. Und einige YouTuber sind dort auch unterwegs. Im Frühjahr ist es das Anklemmen, im Herbst ist es das Abklemmen. Ich war im letzten Jahr eben beide Male dabei. Ja, und freue mich schon dann eben auf dann in knapp 3 Wochen auf ein Wiedersehen mit meinen Klemmbaustein-Buddies, den Andi von Stein und Stein zum Ziel und den Vicky von Vickys Klemmbausteinwelten. Wir werden dort diejenigen, die im letzten Jahr schon mal da waren, wieder einen Tisch aufbauen, bringen einige Sets und Gadgets mit, also Dinge, die mit uns durchaus zu tun haben, aber nirgendwo zu bekommen sind. Ja, und wir haben wieder eine Spendenaktion, an der wir uns beteiligen. Sag ich euch später in einem anderen Video noch mal ein bisschen mehr zu. Zumindest werden wir dann Sets zur Verfügung stellen. Diese Gadgets stellen Sparschwein hin und jeder, der sich was mitnehmen mag, ja, kann sich einfach was nehmen und dann entsprechend der Summe, die man für angemessen hält, dann in das Sparschwein schmeißen. Wir freuen uns schon sehr drauf. Andere YouTuber sind dort auch unterwegs. Zum Beispiel der René de Brickbur. Der René designt ja für Kittycraft. Also schaut doch gern mal vorbei, wenn ihr den kennenlernen wollt. Es werden auch Mitglieder der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein dabei sein. Wenn ihr den noch nicht kennt, schaut da gern mal rein und vorbei. Inzwischen über 1111 Gruppenmitglieder. Dort geht es um viele verschiedene Klemmbausteinhersteller. Und wenn ihr keine Meckerinnen und Nörklerinnen seid oder Nörkler seid, dann herzlich willkommen. Ich werde auch ein paar Sets dabei haben und ausstellen, unter anderem da hinten die Mega Xbox 360, habe ich euch ja schon vor einigen Wochen präsentiert, kommt Mitte diesen Monats, wenn ich das jetzt nicht durcheinander gebracht habe, in Deutschland raus und bringe noch einige meiner Mega Hot Wheels Sets mit. Ja, kommen wir zum heutigen Set. Erstmal Performationsset, also bestellt und gekauft habe ich direkt bei Modbricks, bezahlt 12,95 €. Zuzüglich Porto und Versand. Das Set besteht aus 314 Teilen. Die Setnummer ist 107304. Mit dabei war ein QR-Code zum Einscannen. Also es gibt keine Papieranleitung. Ich habe dann den QR-Code eingescannt. Hier auf meinem Tablet. Klappt, funktioniert. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Kommen wir zuallererst mal zum Design. Und das ist hier meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Der Designer ist der Florian Weise, auch Mitglied in der Facebook-Gruppe Stein und Stein zum Ziel. Und zum Design sage ich nur so viel, lieber Florian. Klasse, mir gefällt, was du hier gemacht hast. Für mich geht es, wenn ich drauf gucke, sofort um einen Bulli und möglicherweise, wenn ihr euch das Bauergebnis angeguckt habt, seht ihr das ähnlich. Ich finde es echt gelungen, was Florian gemacht hat, hier mit den Streifen an der Seite, die Front mit den runden Scheinwerfern hier an der Seite, die Blinker finde ich dann für den Bulli dann mehr oder weniger doch typisch. Das schöne Hochdach ist mit drauf. Was mir beim Design echt gut gefällt, das ist die Farbgebung. Und was mir beim Design gut gefällt, ist, dass er bei der Größe sogar an der Inneneinrichtung gearbeitet hat und dran gedacht hat, das rein designt hat. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt mögen die einen oder anderen für euch sagen, was ist denn daran zu spektakulär? Ich bin hier kein Profi. Ich baue für mein Hobby, das wisst ihr ja, habe ich am Anfang gesagt. Und ich würde sowas nicht hinbekommen. Und Florian hat bei der Größe, wir reden hier über 6 weit und 16 lang, wenn ich mich jetzt nicht vertue, echt Großes geleistet im kleinen Maßstab. Ich hoffe, ich habe mich richtig ausgedrückt. Schön finde ich das Gimmick, dass das Rad da hinten dabei ist. An der Stelle klappt's und passt. Florian,
Gute Arbeit, ich bin total zufrieden. Hier die Bäume nebenbei mit dem Lagerfeuer ist ein kleines Gimmick. Ich weiß nicht, ob es das unbedingt sein musste. Wobei, das Set wird bei mir auf dem Schreibtisch dann stehen mit den Bäumen daneben. Ich gehe mal davon aus, das wird sich am Ende dann doch ganz gut machen und auf Interesse stoßen. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt gut. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Die Scheibe hier vorne ist nicht verkratzt. Die ist Transclear und die Transclear Steine hier können sich auch sehen lassen. Da ist nichts matt, da ist nichts milchig. Das Weiß ist weiß. Ich habe überhaupt keine Farbunterschiede ausmachen können und alles hält und klemmt gut. Das habe ich eben schon gesagt. Kommen wir mal zum Bau. Der macht Spaß. An der einen oder anderen Stelle ist es erstmal ein bisschen fummelig, wenn man hier hinten das Heck baut. Ab und an drückt man ein bisschen was wieder ab. Am Ende wird es ordentlich überbaut, hält dann gut. Ich habe zweimal daneben gelangt, dann wusste ich, wie ich anfassen musste beim Zusammendrücken und dann war es an der Stelle auch gut. Ich hatte echt Freude mit dem Set. Vielen Dank nochmal Florian für die schöne Designidee bei der Größe. Ein tolles Set und ich würde mal sagen, also ich bin ja jetzt hier nicht der große Profi, das ist mein Hobby. Und am Ende sind natürlich Geschmäcker immer verschieden. Ja, die einen oder anderen tun immer so, als wenn sie genau wissen, was gut und was schlechtes. Ich glaube, das kommt immer ein bisschen darauf an, ja, zu welchen Set-Themen man eine Neigung hat oder möglicherweise auch nicht, wenn es eben nur um ein Video geht. Was ich sagen wollte, ich kann mir vorstellen, die einen oder anderen von euch, die Bekannte haben, die mit einem Camper unterwegs sind und wo vielleicht ein Geburtstag oder ähnliches ansteht, ja, die könnten doch mit dem kleinen Set Freude haben. Und vom Preis her, wenn man mal den Porto, das Porto noch dazu nimmt, ist es dann doch, finde ich, erschwinglich. Ja, dann glaube ich, hoffe ich, habe ich nichts vergessen. Nächste Woche, Quatsch, am Sonntag gibt es wieder ein Set von Mega Konstrukt. Und in der nächsten Woche muss ich mal gucken, was ich da baue. Ich habe jetzt ein Set von Mold King auch reinbekommen. Funwall habe ich noch ein bisschen was da, so einiges. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, Daumen, Abo, Klingel, Rim, Bim, Bim. Jo, und dann sage ich Tschüss, Ciao. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Brickklempner. Tschüss.